Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil Relations. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und viel Spaß hier. Ja, ich weiß immer noch nicht, wo lang. Ich laufe nochmal hier lang. Aber hier kommen wir jetzt nicht mehr durch, wegen dass wir es geöffnet haben. Und ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Wir könnten natürlich das jetzt nochmal zumachen, das andere dann betätigen. Ich mach das mal, dann gucken wir mal. Aber... können wir hier hoch? Ja, okay. Hätte sein können, dass wir da hoch können. Anders, okay. Jetzt ist es da nämlich wieder. Ich habe auch gedacht, vielleicht, dass sie in dieser Dinger, in diesen Dingern drin sind, die hier die ganze Zeit rumschwimmen. Aber es ist es nicht. Da ist eine Tür. Und für die... ach, guck mal, da liegt noch was, sehe ich gerade. Wie komme ich da dran? Ah, guck mal da. Was haben wir übersehen? Okay. Sind wir mit? Ich drehe das mal. Ah, okay, es geht jetzt runter. Gut. Schieß mal da drauf, vielleicht kriegen wir das dann so. Ich weiß nicht, wie wir das kriegen sollen, um ehrlich zu sein. Okay, wir laufen jetzt erstmal wieder zurück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, komm. Lass den Mist. Na, och nee, jetzt ist zum Kotzen. Die Monster waren die ganze Zeit weg und dann sind sie da, wenn man es aufgehoben hat. Das ist doch scheiße. Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Ah, wir sind richtig, okay. Genau, und jetzt drücken wir hier. Was ist das? Neustartschlüssel, okay. Okay. Ich habe es geschafft. Komm zum Maschinenraum. Ach, du! Du hast es geschafft? Wer ist denn hier die ganze Zeit, Bringen wir das Ding endlich in Gang. In Position. Ach ja. Sollte mich nicht aufregen. Na, so gut wie neu. Was zum... oh oh. Was war das? Nein. Was nu? Was soll er machen? Hallo? Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Jill, es hört nicht auf. Ah, das ist so ein Blitzmerker, ne, der Typ. Ich will das nicht in ein anderes Kapitel weitermachen. Nein, auf keinen Fall. Ich muss gerade was trinken. Ich speichere aber mal. Ich speichere. Ich mache wieder einen extra Spielstand.
Ach, Leute. Weiter. Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoff's. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Nein! Geht doch alle wieder nach Hause! Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Schließt das in einen Bunker ein? Mitternachtssonne. Wo das Virus nicht hinkommt. Ach Gott. BOWs. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Ja, das schießt doch. Quatsch nicht. Die Wölfe sind und ihre Schädel nicht platzen. Okay. Sie sind zu schnell weg. An das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ab hier tue ich wirklich, also ab dem mit dem Wasser schon blind spielen. Viel Spaß mit denen. Quint, du kannst mich doch nicht hier allein lassen. Alter Computer-Nerd. Ist er jetzt abgehauen? Das ist unfassbar, ne? Was sind denn das für Kollegen hier in dem Spiel? Also, wenn du solche Kollegen hast, brauchst du keine Feinde mehr, Leute. Also, Na los, Grinder, was machst du denn? Ich hab die Wölfe besiegt! Boah! Hä? Beruhig dich! Was ist denn los? Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da! Ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Ein Hunter! Er ist verschwunden! Oh nein, da! Nein, es war kein Geld, es waren diese Dinger hier. Ich hab genug von dem Mist. Warum soll ich schießen, wenn ich nicht sehen kann? Die kann man immer ganz leicht sehen, wenn die. Kurz bevor die auftauchen. Bleiben noch? Hinter dir, hinter dir! Man sieht sie ja nicht. Das nervt echt. Boah, da, da, da! Okay, ich habe sie mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Die sind aber flott. Okay. Haben wir alle? Und noch einer weniger. Quint, wie viele? Hinter dir, hinter dir! Und hinter mir ist auch noch einer. Total. Oh, wie viele sind das denn? Haben wir noch eine andere Waffe? Na, ja, okay, ich habe noch eine andere. Hinter dir! Hier war gerade einer. Da ist einer! Scheiße. Ich hab kein. Oh, wir sind tot, glaube ich, jetzt gleich. Okay. Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug. Oh. Noch mehr Monster kommen. Wir sind halb tot. Bitte ist das ein Kraut. Nein, natürlich nicht. Thank you.
Irgendwo soll noch was sein. Da ist noch was. Bitte ist das ein Kraut. Bitte, bitte, bitte. Nein. Das ist eine Notiz, die lesen wir aber jetzt nicht. Da ist noch eine Kiste. Zwei sogar. Ja, super. Super, super. Das beruhigt mich ein bisschen. Super. Ich wollte gerade sagen, dann zweite ich jetzt noch gerne eins. Das war aber letztes Mal nicht so. Irgendwo muss noch was sein. Da ist was. Okay. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. Hey, Quint. Mach deinen Job. Los, leg los. Keine Gesprächsprotokolle. Ich versuch mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ja, was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Ja, mach es doch! Das HQ. Hier ist O'Brien. Oh! Das ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever, wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja, sehr clever. Du verstehst nicht, ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment, wovon redest du? Meinst du etwa, Veltro ist aus dem Versteck geflohen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll, wir haben also keinen blassen Schimmer, mit dem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Okay. Hier, Chris, ich habe die Koordinaten. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien, sind unterwegs. Wieder ein Kapitel zu Ende. Das ist aber blöd mit diesen unsichtbaren Dingern, findet ihr nicht? Ich fand das mega blöd. Ah, da haben wir den ganzen Abschnitt zu Ende. Okay. Ich bin aber... Also, ich sollte es jetzt nicht zu laut sagen. Aber wir sind noch kein einziges Mal gestorben, Leute. Noch kein Mal. Was ist mit mir los, bitte? So, ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Ich mache einfach noch ein Stückchen. Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Direkt in die Tiefen der Hölle. Das ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Was zum? Was war das? Was? Haben Sie was von Jill und Parker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben Ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt! Unterwegs. Kapitel 6, Katz und Maus. Ich glaube, ich habe bis dahin nicht gespielt, Leute. Ich glaube nicht. Aber meine Hand tut mir irgendwie voll weh. Das ist jetzt so, Chris und Jessica da sind, ne?
könnten sie sein? Überall. Lass uns anfangen. Okay. Ach, wie cool. Also befinden die sich auch auf dem Schiff, die beiden. Okay. Aber wisst ihr was? Wir machen für den Part hier Schluss und gucken dann in der nächsten Folge weiter, wie es mit Chris und Jessica weitergeht. Und danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.